Hallo, guten Tag, egal ob es regnet oder schneit. Es gibt Interviews, wenn ihr wirklich Promis seid. Promi-Geflüster, neue Sparte, die heißt Rapper. Ihr braucht euch nicht verstecken, denn wir kriegen jeden Rapper. Sagt, was ihr zu sagen habt, es ist eure Chance. Oder sucht euch Fans in der Zeitungsannonce. Neue Bands, neue Trends werden vorgestellt. Kantiro mit Mikro, also passt auf, was ihr erzählt. Hallo, hier sind wir wieder bei Rap Pop. Kantiro am Start, und zwar sind wir jetzt gerade im Reitstall im Cannstatter Wasen. Hier wird am 19. Juli das Hip Hop Open veranstaltet. Mit dabei sind Dynamite Deluxe, Sido, Ludacris, Ice Cube, alle am Start. Viele mehr und viele andere geile Top-Künstler am Start. Ohne Witz. Also müsst ihr euch reinziehen, müsst ihr da sein. So, was mache ich hier? Wir werden jetzt gleich ein Interview mit Strachi haben oder führen. Und zwar Strachi ist Mitveranstalter von 0711. Er ist schon von Anfang an dabei. Seit 2000, seit dem ersten Mal Hip-Hop Open ist er am Start, hat er mitorganisiert. Und deshalb macht euch mal gefasst auf ein Interview. Er wird uns ein bisschen was über die Geschichte von Hip-Hop Open sagen und Hip-Hop Open allgemein. Yeah, checkt's ab. Heute sind wir bei Strachi vom 0711. Und zwar das Hip-Hop Open steht ja jetzt demnächst vor der Tür. Und deshalb machen wir jetzt noch ein Interview und kurz nochmal ein bisschen Promo für Hip-Hop Open und alles Mögliche. Strachi, 2000 war das erste Hip-Hop Open. Und da waren ja hauptsächlich nur deutsche Künstler. Oder allgemein, wie der Verlauf so vom deutschen Hip-Hop, wie würdest du das jetzt so prognostizieren? Also 2000 war es so, das war das erste Festival, da muss man dazu sagen, hat sich brutal schnell ergeben, relativ kurzfristig auch. Deswegen war da auch nicht dran zu denken, jetzt irgendwie großartige Ami-Acts zu holen. Das hatten wir damals natürlich auch schon im Kopf, aber war auch gar nicht nötig. Das war das Boom-Jahr eigentlich, wo deutscher Hip-Hop komplett durch die Decke gegangen ist, oder 99 ging das los. Sprich, der einzige Ami, den wir, glaube ich, damals auf der Bühne hatten, war Scorpio von Grandmaster Flash, früher, der zufällig da war. Ansonsten war aber schon immer der Ansatz auch, dass wir auch amerikanische Künstler, also wir wollten immer die volle Palette da haben. Das bedeutet sowohl englischen, amerikanischen Rap, weil der uns definitiv am meisten geprägt und beeinflusst hat. Gleichzeitig aber natürlich, wir sind hier in Deutschland und es gibt extrem viele gute deutsche Acts, deswegen war es uns auch immer ein Bedürfnis und Anliegen, auch deutsche Acts zu repräsentieren, in Anführungszeichen. Abgesehen davon, dass aus unserem Umfeld, also von den Veranstaltern, einmal 4Artist, die selber auch viele Acts im Booking haben, und 0711, meiner Firma, die wir uns massive Töne und etc., Kolchose, das Ganze, was aus Stuttgart so kam, gekümmert haben. Deswegen zu deiner Frage, also es war immer klar, dass wir auch amerikanische Acts holen wollten. Das hat sich dann auch im nächsten Jahr, ging es dann gleich los, im 2001 hatten wir dann LL Cool J da und waren ab dann eigentlich jedes Jahr bemüht, auch irgendwie eine Vielfalt zu holen, von amerikanischen Acts, aber auch französische, türkische, jeder Act, hinter dem wir stehen können, wo wir sagen, hey, das ist ein geiler MC oder eine geile Gruppe oder was auch immer. Ich weiß nicht, wie, also so als von außen stehen, da kann man sich da nicht so viel drunter vorstellen, aber wie reagieren da die Amis? War das da nicht so damals, dass sie sich gesagt haben, deutscher Hip-Hop, das kennen wir nicht, oder was ist das, damit wollen wir nichts zu tun haben, oder waren die da eher direkt offen, oder der LL Cool J, ich weiß ja nicht, wie das war. Ich meine, von da, es hat halt zwar hier in Deutschland geboomt, deutscher Hip-Hop, aber ich glaube, weltweit war das nicht so bekannt wie heute zum Beispiel. Ja, ich meine, es hatte ja natürlich nichts mit dem deutschen Hip-Hop an sich zu tun, sondern für die Amis, das muss man ganz nüchtern sehen, für die ist es eine Show, wo sie gut dafür bezahlt werden. Alles andere interessiert die nicht weiter. Es gibt natürlich Acts wie jetzt, was ich, Afura oder so Acts, ja, die natürlich sehr, sehr viel auch mit deutschen Künstlern zusammengearbeitet haben oder überhaupt in Europa viel unterwegs waren. Die großen Superstars, für die ist es so, die nehmen das natürlich wahr, machen das in erster Linie A, weil sie Kohle kriegen, wie gesagt, ganz nüchtern sehen, B, um ihre Platten zu promoten,
C vielleicht im günstigsten Fall auch noch, weil die Plattenfirma sagt, hey, kommt rüber, das ist ein geiles Festival, da kommen 12, 13, 14.000 Leute, plus MTV ist da als Medienpartner noch mit dabei, ist auf jeden Fall gut, ist eine gute Promo, komm rüber. Und D, im allergünstigsten aller Fälle kommen sie, weil sie halt richtig Bock haben, in Deutschland vor deutschem Publikum zu spielen. Da ging es weniger darum, ob die jetzt deutschen Rap kennen, die wenigsten sagt auch nur ein einziger Act aus Deutschland was. Also gehe ich jetzt jedenfalls mal davon aus. Der damalige Hip-Hop hat sich ja auf jeden Fall jetzt differenziert zum heutigen Hip-Hop. Also sprich, wie soll man sagen, gewaltbereiter oder würde ich sagen, oder von Texten her einfach aggressiver. Wie stehst du? Also ich finde so, damals Kolchose war noch so richtig Real Hip-Hop oder Real Hip-Hop kann man vielleicht nicht dazu so sagen, aber einfach, ich glaube, du weißt schon so ein bisschen, was ich meine so. Und es hat sich jetzt alles einfach so ein bisschen offener entwickelt. Es kommen jetzt einfach teilweise Künstler. Früher haben sich die Leute, glaube ich, mehr mit Hip-Hop auseinandergesetzt. So, die Leute wussten, kannten ewig viele amerikanische Künstler und alle möglichen Künstler und haben alles Mögliche gehört. Und heutzutage ist es so, es gibt Leute, die kennen vielleicht gar keinen Künstler, die kennen nichts außer vielleicht ein, zwei deutsche Künstler, aber rappen, bam, 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 bam und versuchen oben mitzumischen. Klar. Das ist. Also, worauf du anspielst, ist, ich meine, klar, das ist definitiv so, dass natürlich die Entwicklung wegging von diesem, als ich mit Hip-Hop groß geworden bin, da bin ich Ende der 80er, Anfang der 90er auf Jams gegangen. Da war es meistens so, dass 70%, 80% des Publikums alle aktive Leute waren. Sei es jetzt, dass es selber B-Boys waren, die gebreakt haben, sei es, dass sie irgendwie gerappt haben, sei es Graffiti-Writer gewesen. Das war eine komplett andere Kultur und die haben das Ganze anders aufgefasst. Jetzt ist es natürlich so, dass sich im Endeffekt gleich wie in den USA ein bisschen entwickelt hat, bloß halt 10 Jahre Zeit versetzt. Als wir mit unserem Stuttgarter Sound, sag ich mal, wo jetzt Freundeskreis, massive Töne und so Acts natürlich repräsentativ dafür stehen, hatten auch noch einen anderen Background, haben anderen Sound gemacht. Mittlerweile ist es wirklich so, Großteil des Fokus im deutschen Rap liegt aktuell auf wer ist halt, das ist halt so sind die Menschen, sobald du irgendwie merkst, dass du auch damit Kohle machen kannst, was aber auch vom Prinzip legitim ist, da habe ich überhaupt nichts dagegen. Ich denke mir, wenn du die Chance hast, mit dem, was dir Spaß macht und was du liebst, Geld zu machen, dann ist es natürlich das Tollste, was du machen kannst, dein Hobby zum Beruf, ja. Ich persönlich finde es aber eine traurige Entwicklung, ja, das, was du angesprochen hast, dass sich die Kids, die sind halt reine Konsumenten, so, da ist nichts mehr, die tun sich nicht so mit der Kunstform Hip-Hop in Anführungszeichen und den verschiedenen Facetten, die es da gibt, beschäftigen. Finde ich schade, ich persönlich kann mich auch mit dem wenigsten von dem ganzen Gangster-Zeug identifizieren, wobei ich sagen muss, dass ich das aber genauso respektiere als Part von Hip-Hop so oder von Rap, ja. Ich war früher auch ein riesen NWA-Fan. Das ist dasselbe in Grün, bloß irgendwie 15 Jahre früher. Gut, gut. Und jetzt hast du noch irgendwie speziell, also Favoriten, beziehungsweise Künstler, die du jetzt für das, fürs Hip-Hop Open jetzt, genau, jetzt am 2008, das kommende, hast du irgendwelche Künstler, die du jetzt besonders gerne siehst? Wir haben ja schon rausgehört, der Sido, bist du ein bisschen, also ein kleiner Fan von Sido irgendwie, oder magst du sehr auf jeden Fall seine Reime und sein Ideenwitz oder so. Ja, und sonst irgendwie? Ludacris, ja. Vielleicht eine interessante Sache. Also, ich freue mich am allermeisten auf Ice Cube, weil ich früher schon ein monströser NWA-Fan war, wie ich vorher schon gesagt habe. Und Ludacris, den ich für einen der derbsten MCs halte, krasser Charakter und extrem guter Rapper, auf dem seine Show bin ich extrem gespannt. Und dann natürlich noch Dynamite Deluxe, Reunion Show. Sammy ist für mich immer noch einer der besten MCs einfach in Deutschland. Und vor 3-4 Jahren hatten wir Sammy als Solo-Act, als Headliner bei uns. Und das war eine krasse Show, das weiß ich noch. Also da bin ich gespannt. Das sind so auf jeden Fall meine Top 3, würde ich sagen. Wenn ihr Infos haben wollt zu den MTV Hip-Hop Open, dann geht ihr einfach auf www.hiphopopen.de. Da gibt es ein schönes Video, wo ihr ein bisschen mehr über das Festival rundherum erfahren könnt. Ihr könnt alle Facts und Figures drumherum erfahren, wann es ist, Anfahrtswege, um wie viel Uhr es losgeht, wo man Tickets kaufen kann. Tickets bestellen könnt ihr übrigens unter 01805 0711 00. Das ist die Telefonnummer und die Hotline, unter der ihr Tickets bestellen könnt. Gleichzeitig könnt ihr aber auch Tickets bestellen unter hiphopopen.de natürlich.
Oder ihr geht an alle möglichen bekannten oder nicht so bekannten Vorverkaufsstellen in eurer Umgebung. Und ja, ansonsten sehen wir uns am 19. Juli, Samstag, der 19. Juli, ab 9 Uhr morgens ist Einlass, 10 Uhr geht's los. Viel Spaß. Peace. Das war das Interview mit Strachi. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und am 19. Juli ist es soweit. Wenn ihr nicht am Start sein könnt, ich werde am Start sein und versuchen, ein paar schöne Interviews einzufangen. Also, das heißt für euch, bei Rap-Hop einschalten, mal schauen, was da so geht. Und wir sehen uns dann. Peace out, Cantiro, bleibt anständig. Bis dann bei Rap-Hop. Also meine Lieben, ich hoffe euch hat es gefallen. Schau mal auf die Views, für sich sprechen die Zahlen. Rap-Hop der Scheiß, also klickt mal wieder rein. Nach einer Sendung denkt ihr, so muss Fliegen sein. Brennpunkt mein Heim und Süden der Ort. Promi, Geflüster, das Portal und der Support. Egal wo du warst oder was du machst, bei Rap-Hop in der Sendung, erst dann bist du etwas.